unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass Sie dabei sind. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Gemeinde, wir kommen heute in unserer Predigtreihe zum Matthäusevangelium zum Ende der Bergpredigt und damit auch zum Ende einer Predigtreihe zum Thema Nachfolge. Wir hörten, dass wir Salz der Erde und Licht der Welt sind, Söhne und Töchter Gottes, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Selig, du Armer, selig, du Enttäuschter, selig, du Verletzter. Deine Ehre, deine Sicherheit, dein Schutz liegt in Vaters Händen. Wir hörten, dass Gottes großes Interesse unserem Herzen gilt, unserer Seele, unserem Charakter. Und da möchte er, dass wir klug, unternehmerisch und großzügig werden. Und dann auch klug, unternehmerisch und großzügig handeln, auch mit unserem Geld. Heute kommen wir nun zum Ende der Bergpredigt. Heute werden wir sozusagen den Gipfel erklimmen, am Ziel ankommen. Das Ziel, das Ende ist immer wichtig. Der Blick aufs Ende eröffnet die Frage nach dem, was bleibt, nach dem, was das Wichtigste ist. Am Ende einer Predigt, das weiß Jesus als grandioser Prediger, ist es eine gute Möglichkeit, das Vorabgesagte zusammenzufassen und zu bündeln, damit die Jünger wissen, worauf es letztlich ankommt, worauf er hinaus wollte. Auch das Ende des Lebens ist schon immer ein wichtiger Anlass gewesen, über das nachzudenken, was letztlich bleibt. Nachzudenken über das, was unterm Strich das Wichtigste ist. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und hoffen, dass du uns nahe kommst. Vieles haben wir mitgebracht, was unser Herz bewegt. Die Erinnerungen an eine schöne Woche voller Lachen und Glück. Aber auch erschreckende Bilder von Ereignissen, die uns Sorgen machen. So kommen wir zu dir mit all unserer Dankbarkeit und zugleich mit all unserer Unruhe. Wir bitten dich, dass dieser Gottesdienst eine Pause für uns sein kann, um auf dich und dein Wort zu hören. Du bist die Liebe und gibst uns Sicherheit, wenn wir dir vertrauen. Lass uns das spüren, damit alles, was wir tun und denken, von deiner Liebe erzählt. In diesem Gottesdienst und an jedem Tag unseres Lebens. Barmherziger Gott, wir leben in stürmischen Zeiten. Manchmal spüren wir, wir sollten mehr tun, den Menschen an unserer Seite und denen in der Ferne zur Seite stehen. Oft sind wir feige oder faul und denken, was kann ich schon tun? Du kennst uns, ewiger Gott. Du kennst unsere Schwächen und Ängste. Darum bekennen wir vor dir unsere Schuld und bitten dich,
Hab Geduld mit uns und befreie uns von allem, was uns davon abhält, deiner Liebe zu vertrauen und aus deiner Liebe heraus zu handeln. Erbarme dich unser. Amen. Einer der Filme, die mich sehr geprägt haben, ist der Film Der Club der toten Dichter mit Robin Williams. Er spielt einen Englischlehrer namens Keating auf einem elitären amerikanischen Oberschulinternat, der seinen Schülern in den von Tradition und Anpassung triefenden 50er Jahren mit Literatur und vor allem Gedichten den Sinn für das Schöne und den Mut zu einem selbstverantworteten Leben eröffnen möchte. Er bestärkt sie in ihrer Einzigartigkeit und im selbstverantworteten, mutigen Handeln. Zu seiner Strategie der Motivation gehört der Blick vom Ende her. Einer der im Film am meisten zitierten Schriftsteller ist Henry David Thoreau. Thoreau beschreibt in seinem Buch Walton Pond, wie er vor der Menschheit in die Wälder geflohen ist und 2 Jahre allein in einer selbstgebauten Blockhütte lebte. Der Satz, mit dem er seine Motivation beschreibt, hat es in sich. Und der ganze Film hängt im Grunde an diesem Satz. Thoreau schreibt, ich ging in die Wälder, denn ich wollte wohl überlegt leben. Intensiv leben wollte ich, das Mark des Lebens in mich aufsaugen, um alles auszurotten, was nicht lebend war, damit ich nicht in der Todesstunde inne würde, dass ich gar nicht gelebt hatte. Das Leben vom Ende her zu betrachten, eröffnet die Frage nach dem, was wirklich Leben ist. Darum geht es auch Jesus. Er bündelt seine Worte im Hinblick auf das Ende.
Wir hören Worte aus dem Matthäusevangelium im 7. Kapitel. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet. In deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen. Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Geht mir aus den Augen. Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Der Dichter Henry David Thoreau blieb nur 2 Jahre im Wald. Wenn er dort das Mark des Lebens gefunden hatte, dann hat es ihn aus der Isolation befreit. Den Rest seines Lebens kämpfte er mutig gegen die Sklaverei und für Demokratie und Freiheit. Nun könnte man vor solchen Menschen ehrfurchtsvoll erstarren. Das ist nicht in Jesus Sinn. Er motiviert uns zum Tun. Aber woher weiß ich, was für mich dran ist? Es geht Jesus in der Bergpredigt um unsere konkrete Nachfolge im Tun. Die kleinen und die großen Entscheidungen. Wenn wir einmal Jesu Ruf hören und uns für die prinzipielle Nachfolge entscheiden, dann ist uns Gott treu und vergisst unser Ja nicht. Das ist wichtig, denn in der täglichen Nachfolge kreuzt unser schmaler Pfad öfter mal den breiten Weg. Wir müssen uns dann täglich neu und mehrfach im Wegewirrwarr entscheiden, ob wir unser Tun an Gottes Willen ausrichten wollen oder nicht. In diesem Sinne hat unser ganzes Leben etwas Dramatisches. Denn das ganze Leben konzentriert sich auf die Weggabelungen des Menschen. Bei allem, was wir tun, werden wir vor Entscheidungen gestellt. Und weil es keinen Stillstand gibt, kann niemand den Entscheidungen ausweichen. Wir müssen uns immer wieder so oder so entscheiden. Und dazu braucht es Mut. Mut, das Richtige zu tun. Aus der Quelle des Lebens.
Jesus kommt zum Ende der Bergpredigt und es geht um Mut. Mut, das Richtige zu tun. Mut, das Richtige nicht nur zu wissen, sondern es tatsächlich zu tun. Und da scheint es ein Problem zu geben. Jesus redet darüber am Ende seiner langen Bergpredigt, so als müsste er dafür sorgen, dass sich gerade jetzt kein Irrtum einschleicht. Es geht wirklich um ein Tun, nicht nur um ein Wissen, sagt er. Es geht wirklich darum, im Alltag umzusetzen, was ihr wisst. Es geht darum, das Richtige zu tun. Es geht nicht nur darum, davon überzeugt zu sein, was das Richtige ist und dass es eigentlich gut wäre, das Richtige zu tun. Aber da liegt das Problem. Wir wissen um das Richtige und tun doch so oft das Entgegengesetzte. Hätte Jesus schon Sepp Herberger gekannt, hätte er vielleicht gesagt, entscheidend ist, was auf dem Platz geschieht. Nicht das Training, nicht die farblose Theorie, nicht die taktischen Absprachen in der Mannschaftsbesprechung. Auf dem Platz, das allein zählt am Ende. Da fallen Tore, da werden Spiele entschieden, gewonnen oder verloren. Hier geht es nur um Fußballspielen. Bei Jesus geht es um das ganze Leben, um wirkliche Nachfolge und echte Jüngerschaft. Darum erzählt Jesus eine ganz einfache Geschichte. Wie so oft ist es eine Geschichte von zwei Menschen, die sich sehr unterschiedlich entscheiden. Hier sind es zwei Bauherren, die ein Haus errichten. Und Jesus erzählt diese Geschichte ganz einfach und genial, eben genial einfach. Ich lese Jesu Worte noch einmal. Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Es sind nur minimale Unterschiede zwischen den beiden Hauptdarstellern. Zwei hören, der eine hört und tut, der andere hört und tut nicht. Der eine gleicht einem Bauherrn und der andere gleicht auch einem Bauherrn. Der eine ist freilich klug, der andere ist dumm. Und dann geht es völlig wortgleich weiter. Bei dem einen kommt der Platzregen und Wasser und die Winde und sie stoßen an das Haus. Und bei dem anderen kommt der Platzregen und die Wasser und die Winde und sie stoßen an das Haus. Aber jetzt trennen sich die beiden Geschichten. Denn bei dem Klugen, der sein Haus auf Fels baute, geschieht nichts weiter. Aber bei dem, der sein Haus auf Sand baute, geht alles den Bach runter. Ja, so sagt Jesus, der Fall war groß. Der eine, der auf Fels baute, das ist der, der hört, was Jesus sagt und es in die Tat umsetzt. Der andere, der zwar dasselbe hört, aber nichts davon tut, ist ein Mensch, der sein Leben in den Sand setzt. Jesus erzählt meisterlich. Und es gibt ein paar Entdeckungen zu machen. Die erste Entdeckung: Ein Haus bauen wir alle. Die meisten von Ihnen werden jetzt nicken und denken, ja, ein Haus habe ich gebaut, sogar mit meinen eigenen Händen. Aber auch denen, die kein Haus mit eigenen Händen gebaut haben, sage ich, wir sind alle Häuslebauer. Wir bauen an unserem Leben. Wir bauen an unserer Gemeinde. Wir bauen an unseren Beziehungen. Wir bauen an den Gemeinschaften, in denen wir leben. Wir bauen an unserer Seele.
Offenbar kommt es beim Bauen auf die Entscheidungen an, die wir treffen. Die Entscheidungen betreffen den Baugrund. Sand oder Fels? Das ist hier die Frage. Immer wieder, tagtäglich, in jeder Lebenslage neu, an jeder Weggabelung müssen wir entscheiden. Jesu Wort hören und tun oder aber sein Wort hören und nicht tun. Die zweite Entdeckung. Dem Sturm müssen beide ins Auge schauen. Das ist spannend. Die Lebensumstände sind identisch. Stürme durchleben beide. Der kluge Mann, der auf Fels baut, lebt also kein frommes Sonderleben, in dem es nur Sonnenschein und Glück gibt. Jesu Wort zu hören und ihm zu folgen, entzieht den Menschen nicht den allgemeinen Wetterbedingungen des Lebens. Die Lebensumstände des einen Häuslebauers gleichen denen des anderen wie ein Ei dem anderen. Wer also fromm wird, um ein einfacheres Leben zu leben, wird schon hier enttäuscht. Es gibt Stürme. Krankheit kehrt wieder zurück. Beziehungen bleiben schwierig. Arbeitssituationen überfordern. Die Vergangenheit drückt sich schmerzend in unser Fleisch. Ein Mensch enttäuscht uns. Stürme eben. Mit denen werden wir immer wieder leben müssen. Aber das sind auch schon alle Gemeinsamkeiten. Beide bauen ein Haus. Beide treffen Entscheidungen. Beide werden nass. Und nun kommen wir zur dritten Entdeckung. Das Fundament ist verschieden. Und das wird im Sturm deutlich. Im Sturm kommt es auf etwas an, das sonst ganz unsichtbar und unscheinbar daliegt. Das Fundament. Ich meine, niemand zeigt einem Gast das schöne Eigenheim und beginnt mit einer detaillierten Beschreibung des Fundaments. Kein Gast lobt das Haus überschwänglich mit den Worten: Sie haben aber wirklich ein tolles Fundament. Nein, man bemerkt es nicht, bis der Sturm kommt. Und ohne Bild gesprochen, jede Entscheidung, die wir treffen, geht in die Konstruktion unseres Lebens ein. Hören und tun oder eben hören und nicht tun. Wahrhaftig reden oder eben nicht. Die Treue bewahren oder eben nicht. Auch den Feind mit Respekt behandeln und für ihn beten oder eben nicht. Mich und meine Gaben treu in die Gemeinschaft einbringen oder eben nicht. All meine Bedürftigkeit Gott im Gebet anvertrauen oder eben nicht. Auf das Schätze sammeln verzichten oder eben nicht. Jede dieser Entscheidungen folgt der Logik hören und tun oder eben nicht. Und jede dieser Entscheidungen baut am Fundament unseres Lebens. Letzte Entdeckung. Der Sturm, an den Jesus hier denkt, ist wohl die letzte große Prüfung. Wenn unser Leben mit allen seinen Entscheidungen von Gott geprüft, gewogen und beurteilt wird. Machen wir uns da mal nichts vor. Eines Tages wird Gott unser Leben genau prüfen. Freilich kann uns schon vorher im Lauf des Lebens mancher Sturz zeigen, dass es nichts nützt, Jesu Wort bloß zu wissen. Dann aber, so Jesus selbst, wird es nicht Fromme und ein bisschen weniger Fromme geben, sondern nur Kluge und Dumme. Kein dritter Weg. So oder so. Solche Klugheit oder Dummheit wird sich wiederum nicht daran messen lassen, wie viele Diplome ich erworben und ob ich eine Doktorurkunde erhalten habe. Auf Jesus hören, ihm vertrauen und anfangen, das Gehörte zu tun, das ist wichtig. Klugheit oder Dummheit entscheidet sich daran, ob ich auf Jesus gehört und ihm gehorcht habe oder eben nicht.
Und das alles erzählt Jesus, weil wir offenbar nicht ein Problem mit dem Wissen haben, wohl aber ein Problem mit dem Mut zu tun, was wir wissen. Manche wissen nicht, was sie tun. Manche Christenmenschen aber tun nicht, was sie wissen. Und Jesus ist der Meinung, das ist ein Problem. Noch 3 Schritte müssen wir jetzt mit der Bergpredigt gehen. Denn dieses kleine Gleichnis am Ende versteht sich ja fast von selbst. Aber ich muss euch noch 3 Einsichten mitgeben. Erste Anmerkung. Worum geht es bei dem, was wir hören und tun? Worum geht es in der Bergpredigt? Geht es um eine lange Liste mit ziemlich schwierigen Regeln? Geht es um einen Katalog anspruchsvoller moralischer Anweisungen, genauso schwierig einzuhalten wie Kants berühmter kategorischer Imperativ? Geht es also um Moral oder etwa nicht? Nein, darum geht es eben nicht. Es geht nicht um Moral und um den erhobenen Zeigefinger. Nein, darum geht es nicht. Das hätte auch die Leute nicht so sehr erregt oder schockiert. Lange Reden, wie man sich anständig verhält, kannten sie auch von ihren alten Predigern. Was also war das Neue bei Jesus? Blättern wir zurück. Matthäus 4,17. Da heißt es, dass Jesus anfing zu predigen. Und was sagte er? Tut Buße, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ein paar Verse weiter. Jesus zieht umher und predigt. Was predigt er? Das Evangelium vom Reich Gottes. Und dann die Bergpredigt. Wem gratuliert er? Wer ist aus Gottes Sicht ein glücklicher Mensch? Antwort: Selig, ihr geistlich Armen. Warum? Weil Armut gut ist? Nein. Selig, ihr geistlich Armen, weil euch das Himmelreich gehört. Und letzten Sonntag hörten wir, wie Jesus sagte: Sammelt euch Schätze im Himmel, im Reich Gottes. Immer wieder Gottes Reich. Es steht jetzt offen, den Armen, den Traurigen, den Entrechteten, den Hungernden. Was aber ist das Himmelreich? Ist das der ferne Ort überm Sternenzelt, wo wir vielleicht hinkommen, wenn wir tot sind? Nicht nur, meint Jesus. Das Reich Gottes ist die Einflusssphäre seines Willens. Es ist überall, wo geschieht, was unser himmlischer Vater will, was er sich in seiner grenzenlosen Liebe zu uns ausgedacht hat. Jetzt und dann auch über unseren Tod hinaus. Ein Reich ist die Sphäre, in der jemand regiert. Das ist bei uns nicht anders. Ich steige in mein Auto. Keine Krümel, keine Süßigkeitenpapierchen von den Kindern. Mein Lieblingssender voreingestellt. Warum? Es ist mein Reich. Ich komme in mein Büro, zu meinem Schreibtisch. Die Bleistifte wie Elite-Soldaten in Reih und Glied. Kein Papier, zu viel. Warum? Es ist mein Reich. Mein Reich, das ist, wo zählt, was ich sage. Und wie läuft es so in unseren Reichen? Unter dem Strich nicht so gut. Nicht wirklich. Wir bräuchten jemand, der das in Ordnung bringt. Zu viel Schmerz, zu viel zerstörte Beziehung, zu viel Abhängigkeiten, zu viel Gier, zu viel Sorge, zu viel Hass, zu viel Schweigen in unseren Reichen. Jesus sagt, Gottes Reich ist nah. Es steht euch offen. Es ist nur ein Gebet weit von euch entfernt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was im Himmel gilt, soll hier auch gelten. Darum bitten wir am Ende jedes Gottesdienstes. Das Beste aber ist, du kannst dabei sein. Es kann beginnen, klein, bescheiden, aber echt. Gottes Reich, das ist dort, wo die Dinge nach Gottes Willen laufen.
Es ist jeder Ort, jede Beziehung, in der sein Wille geschieht. Wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Reich ist dort, wo Menschen Vertrauen zu Gott fassen, wo Niedergedrückte getröstet werden, wo Armen geholfen wird, im Auftrag von Jesus, wo Kinder Hoffnung auf eine gute Zukunft bekommen, wo Menschen herausgerettet werden aus unheilvollen Bindungen, wo Gemeinschaft wächst und Vereinzelung überwunden wird, wo Menschen ihre Gaben entdecken und zum Wohl aller einsetzen, wo nicht mehr Götzen angebetet werden, aber Menschen unbändig froh werden, weil sie Gott anbeten, wo Hoffnung erwächst, die am Tod nicht scheitert. Gottes Reich, da, wo wieder zählt, was unser himmlischer Vater sich für uns ausgedacht hat, damit es klappt, damit es gut geht mit uns Menschen. Du kannst mit Gottes Hilfe anfangen, ein anderes Leben zu leben, ein Leben unter Gottes königlicher Führung, ein Leben im Kraftfeld seiner Liebe, damit alles neu wird. Das kann bei dir beginnen, jetzt. Und die Bergpredigt, ein Gesetzbuch, ein Regelwerk, ein Paragraphendschungel oder doch kategorischer Imperativ? Nein, ein Bilderbuch, eine Beispielsammlung. So kann es sein. Du kannst anders reagieren, wenn dir jemand wehtut. Du kannst anders mit deinen Bedürfnissen umgehen. Du musst kein Knecht des Geldes mehr sein. Fang einfach an. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Auch bei mir, in meinen schwierigen Verhältnissen, in meiner Not, in meiner Schwäche. Aber bitte, hab Mut und tu, was dir deutlich wird. Lass dir aus den Gedanken ins Leben hineinhelfen. Gottes Reich ist Leben. Nicht Theorie. Nachfolge ist eine Praxis, keine Weltanschauung. Zweite Anmerkung. Was fällt uns so schwer? Wo liegt das Problem? Warum greifen wir nicht zu und lassen diesen Jesus in unser Leben hinein? Jetzt geht es um den Abstand zwischen unserem Wissen und unserem Leben. Ich könnte auch sagen, zwischen unserem Glauben in der Theorie und dem, was unser Leben darüber erzählt, was wir tatsächlich glauben. Und wir müssen uns fragen, haben wir etwa ein Problem, das wir nicht hören können? Mangelt es an Gelegenheit? Nein, sicher nicht. Oder sind wir unwissend? Nein, auch das nicht. Wir haben uns ziemlich kundig gemacht, auch in der Bergpredigt. Und da gab es auch nicht so ganz große Überraschungen, oder? Jesus sprach mit uns über unseren Ärger. Entzieh dich nicht dem anderen, sagt er. Tu ihm Gutes und such eine Brücke zu ihm. Sind wir davon nun völlig überrascht? Hätten wir etwas anderes von Jesus erwartet? Dass er uns etwa Mut macht, so richtig zurückzuschlagen? Nein, sicher nicht. Er lädt uns ein, unser Leben auf eine neue, heilsame Art zu führen. Auch wenn es schwer wird. Aber was passiert? Ich weiß es und tue es nicht. Wenn mir einer quer kommt, koche ich und manchmal koche ich über. Ich höre und ich weiß, aber ich tue es nicht. Jesus findet das nicht banal. Bau nicht auf Sand, sei nicht dumm. Bete. Lass doch bei mir anfangen, was bei dir schon gilt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe.
Jesus, mach uns doch bitte zu Tätern und nicht nur zu Hörern. Lass uns nicht in der Theorie verharren, sondern anfangen zu tun, was so gut für uns und andere wäre. Oder Jesus sprach mit uns über unsere Sorge und unsere Gier. Hat uns das überrascht? Hätten wir gedacht, Jesus fände das toll, wenn wir uns Sorgen machen? Oder er hielte Gier für eine gesunde Strategie für unser Leben? Kaum. Ich weiß das. Aber dann wache ich um 4 Uhr nachts auf und sorge mich um meine Kinder, um unsere Gemeinde, um den Kontostand, um den Erfolg unserer Projekte. Oder ich sehe, was andere sich leisten können und laufe innerlich grün an vor Neid und Begehren. Und es dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und Jesus findet das nicht banal. Ich höre und ich weiß, aber ich tue es nicht. Ich habe kein Wissensproblem, aber ein Hören-Tun-Problem. Jesus sagt nicht, Sorge und Gier sind moralisch peinlich. Du musst dir mehr Mühe geben. Er sagt, das macht dich kaputt. Das hält den Stürmen nicht stand. Das ist auf Sand gebaut. Es tut nicht gut. Trachte nach Gottes Reich. Sei in meiner Nähe. Da sterben Sorge und Gier. Da kriegen die Dinge ihren angemessenen Platz. Ein einfaches Leben, Geborgenheit bei Gott. Es gibt keine absolute Sicherheit. Das lernen wir gerade. Aber er sorgt für uns. Das ist Reich Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Hilf mir doch, voller Vertrauen zu leben, zufrieden mit dem, was du gibst, zuversichtlich, dass es reicht, großzügig, wenn andere leiden. Darum geht es. Und Jesus sagt, da entscheidet sich, wer mein Jünger ist, wer mir nachfolgt, im Leben, nicht in der Theorie. Was sind wir für Menschen? Solche, die ihr Haus auf Fels oder auf Sand bauen. Letzte Anmerkung. Worum geht es denn jetzt für uns? Offenbar darum, hilf aus den Gedanken ins Leben hinein, ganz ohne Wanken, dein eigen zu sein. Darum geht es. Oder um das Gelübde, das Mutter Teresa abgelegt hat und von dem sie in ihren Tagebüchern erzählt. Niemals, so versprach sie, niemals wolle sie zu Jesus Nein sagen, wenn Jesus sie zu etwas rufe und auffordere, sondern dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aber offenbar sind wir gefährdet, verführbar und nicht immer sonderlich klug. Kein kluger Mensch käme doch auf die Idee zu sagen, och, hier ist ein richtig schöner, sandiger Fleck. Ein richtiger Sturm würde jedes Haus an diesem Ort sofort wegfegen. Lasst uns hier bauen. Niemand käme auf diese Idee. Oder? Warum hast du dann bloß dein Lebenshaus auf Sand gebaut? Niemand fängt etwas mit der Absicht an, so furchtbar baden zu gehen und alles in den Sand zu setzen. Aber es passiert. Und es kann auch uns passieren. Bloß weil wir viel gehört haben und viel wissen, sind wir nicht gefeit. Keineswegs. Vielleicht fehlt uns gerade der Mut. Vielleicht haben wir es noch nie darauf angelegt, es einmal zu wagen, genau das zu tun, was Jesus uns gezeigt hat. Vielleicht haben wir uns verfranzt. Vielleicht siegt das Misstrauen oder die Sorge. Vielleicht fürchten wir uns vor dem, was wohl die Leute sagen. Und dann rechtfertigen wir uns,
dafür. Warum es gerade jetzt nicht geht. Warum wir nicht tun können, was Jesus uns sagt. Wir verschieben und ermäßigen. Wir verdrängen und interpretieren. Oder wir gehen einfach zum Mittagessen und sind froh, dass der Gottesdienst vorüber ist und wir uns über etwas anderes unterhalten können. In seinen Dienstanweisungen an einen Unterteufel lässt C.S. Lewis, übrigens seinen Oberteufel, genau dies als Strategie empfehlen. Wenn es ernst wird und ein Mensch in Gefahr gerät, wirklich jetzt ernst zu machen mit irgendetwas, was ihm von Jesus deutlich wurde, dann sag ihm einfach, komm, wir gehen jetzt erst einmal zum Essen. Dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und das scheint zu funktionieren. Vielleicht ja auch bei uns. Wir hören Predigen und gehen zum Essen. Wir lesen Bibel und gehen an unser Tagewerk. Wir sprechen über das, was eigentlich gut wäre, aber es ändert sich nichts. Manchmal beruhigen wir uns sogar gegenseitig, dass das zwar schade, aber eben unvermeidlich sei, so schwierig, wie das Leben nun einmal ist. Was müsste dann passieren, damit Jesus gewinnt und wir mit ihm? Was soll denn passieren, damit wir nicht aus diesem Gottesdienst gehen und zwar gehört haben, aber wieder nicht tun, sondern verschieben, ermäßigen, uns rechtfertigen oder gar vergessen? Oder, um zum Anfang zurückzukommen, wozu brauchen wir heute Mut? Vielleicht ginge es um so etwas wie Inventur und Bilanz. Wie war das in letzter Zeit mit mir? Habe ich gehört und habe ich umgesetzt, was ich als richtig erkannt habe? Vielleicht habe ich ja dann den Mut, um vor Jesus einzugestehen, Herr, da habe ich gehört und nichts getan. Da habe ich auf Sand gebaut. Und was passiert dann? Dann wird Jesus sagen, wie gut, dass du kommst. Komm, fang noch einmal von vorne an. Komm, hier ist der feste Grund, auf dem du bauen kannst. Ich bin so froh, dass du von diesem Sandgrundstück ablässt. Und dann geht es darum, nicht große Programme zu machen für das ganze Leben und alle seine Bereiche. Ein Bau entsteht ja Stein um Stein. Jetzt geht es nur darum, den nächsten Stein einzufügen. Das eine und dann das nächste. Dass Jesus dir und mir sagt, hören und tun. Den Stein auf Felsengrund legen und dann den nächsten. Und Jesus wird sagen, ich bin so froh, dass du das tust. Denn sieh mal, es kommt dir vielleicht streng vor, aber was nützt es dir, wenn ich mild und weich wäre, du aber dein Haus auf Sand bautest und es dann einstürze? Meine Strenge ist barmherzig, die Milde der Sünde aber ist gnadenlos. Bleib bei mir, das ist Gnade. Um Mut ging es heute. Mut, das Richtige zu tun. Mut für den Weg in der Nachfolge Jesu. Der Weg in seiner Nachfolge führt uns auf einem schmalen Pfad durch die Versuchungen, an anderen Orten Leben finden zu wollen. Am wenigsten Erfolg werden wir haben, wenn wir auf unsere Weisheit und Kraft dabei setzen. Vollen Erfolg haben wir, wenn wir uns zurücknehmen, unser Leben auf Jesus ausrichten, indem wir seine Stimme suchen und unsere Verantwortung der Nächstenliebe auf uns nehmen.
Und am Ende gewinnt Jesus und wir mit ihm. Amen. Lasst uns beten. Guter, ewiger Gott, Grund unseres Lebens, wir danken dir für die Wegweisung, die du uns durch Jesus Christus geschenkt hast. Klar und unmissverständlich hat er von dir und deinem Willen für unser Leben erzählt und danach gelebt. Hilf uns, dass wir uns immer wieder nach ihm richten und gib uns den Mut, ihm nachzufolgen. Ohne Angst und frei zum Dienst an unseren Nächsten. In Jesu Namen bitten wir um deinen Beistand für alle, die es schwer haben, in der Nähe und in der Ferne. Wir kommen zu dir und bitten dich um Frieden für die Menschen in der Ukraine, für die Männer, die in den Krieg geschickt werden und alle, die um sie bangen. Wir kommen zu dir und bitten dich um Frieden für die, die sich dem Krieg in den Weg stellen, für die Verwundeten und Traumatisierten, für alle in Angst. Wir kommen zu dir und bitten dich um Glaube, Hoffnung und Liebe für deine weltweite Kirche, für unsere Kinder, für uns und alle, die uns anvertraut sind. Voller Vertrauen rufen wir dich an. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Und wir beten weiter mit den Worten, die uns dein Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. See you.